Hallo zusammen, ich hier ist wieder Heutchala und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Erfolg hier in Thera Mortis. Und zwar finden wir das einmal unter Erkunden und dann Shadowlands. Das Achievement heißt Chiffren der Ersten und für dieses müssen wir Folgendes machen. Vervollständigt alle unten aufgelisteten Chiffren. Was sind das für Chiffren? Insgesamt haben wir nämlich 4 verschiedene, die wir vervollständigen müssen. Und dazu, bevor wir das angehen können, müssen wir erst einmal loslegen und die Kampagne spielen. Hier in Thera Mortis auf zumindest 3. Dann haben wir nämlich einmal hier in dieser Höhle des Verbannten eine Konsole freigeschalten und die Konsole befindet sich hier einmal hinter mir. Chiffrenkonsole schimpft sich die. Und in dieser Chiffrenkonsole können wir dann ein bisschen Zeug skillen, wie ihr hier seht. Und wenn wir hier alles geskillt haben, dann haben wir quasi alle 4 Stränge durchgeskillt und dementsprechend auch den Erfolg. So einfach, so gut. Ich kann euch ein paar Tipps geben, wie ihr das vielleicht ein bisschen beschleunigen könnt. Als erstes, es gibt alle möglichen Quellen, wo ihr diese Chiffren rausbekommt. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen was über, wir können das jetzt einmal skillen. Und die meisten Sachen gehen in 5 Sekunden. Die vorderen Geschichten hier, die ersten 2 Reihen, dauern meistens eine gewisse Zeit, also heißt 3-4 Tage oder so. Wenn ihr das einmal mit einem Char gemacht habt, ist es aber auf dem Twink nur noch 5 Sekunden. Also ihr müsst es nur mit einem Char mal lang skillen, das hat quasi so eine kleine Catch-up-Mechanik. Genau, ich habe jetzt hier alles geskillt, habe jetzt auch noch ein paar Chiffren übrig und ich will euch jetzt ein bisschen was zeigen, wie ihr das ein Ticken verbessern könnt. Was ihr so ein bisschen priorisieren solltet, ist eine Geschichte und zwar, es gibt einmal das Verständnis des Altesischen oder irgendwie sowas, das müsste das hier sein, Verständnis des Altesischen, genau, das solltet ihr möglichst früh holen, denn wenn ihr das geholt habt, dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, mit bestimmten Mobs zu interagieren. Und zwar, können wir uns das mal anschauen, ermöglicht es euch, mit den verschiedenen Jinru in den Terrassen der Formgebung und der Huld des Pilgers zu kommunizieren, interagieren und Quests zu bewältigen. Genau das brauchen wir. Wir können nämlich, sobald wir das geskillt haben, hier eine Quest annehmen. Das sind etwa 10 Quests, die sind alle hier in dem Bereich. Ne, von so einem kleinen Jinryu. Das ist so ein kleiner Steinmob, würde ich jetzt mal dazu sagen. Und wenn ihr die 10 Quests gemacht habt, dann kriegt ihr nämlich hier einen extra Händler. Und den schauen wir uns jetzt einmal kurz an. Und zwar haben wir den Händler einmal hier draußen und der verkauft uns ein paar Sachen, unter anderem ein paar Collectibles. Ich glaube, der hat Soul Shape Sachen dabei, der hat T-Mog dabei, der hat ein Pet dabei, der hat ein Toy dabei und ein Item ist von Interesse, um die Chiffren schneller zu farmen. Und zwar, ihr seht, wir haben hier einmal verbesserte Chiffren-Analyse-Werkzeug und da bekommt ihr 50% mehr Chiffren. Wenn ihr das schnell holt, das kostet zwar auch ein paar, könnt ihr das lernen und auch zu Twink schicken, müsst das mit jedem Twink-Leiter einzeln lernen und kriegt dann einfach aus jeder Quelle 50% mehr und dann ist das Achievement relativ easy gemacht. Nebenbei könnt ihr dann hier, wenn ihr den Händler habt, auch noch für Chiffren mehr Stuff kaufen, deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, möglichst zeitnah zu holen. Dann kann ich euch empfehlen, wenn ihr Chiffren farmen wollt, jeden Tag die Daily Quest zu machen. Die bringen relativ viele Chiffren, dann möglichst die Kisten mitzunehmen, die Rares mitzunehmen. Sowohl die Rares als auch die Kisten könnt ihr so oft looten, wie ihr wollt. Also ihr könnt dann auch Server hoppen, beziehungsweise mehrmals hier im Kreis laufen, immer wieder die Rares töten und auch die Kisten erledigen. Es gab bis vor 1-2 Tagen noch einen Bug, es gibt eine World Quest, wo du eine Kiste abschließen musst. Da muss man immer so kleine Rätsel lösen und die konnte man immer wieder machen, wenn man im Schlachtzug war. Habe ich zufällig rausgefunden, da habe ich auch ein bisschen Nutzen rausgezogen. Blizzard hat es leider gefixt, falls ihr das am Planen seid, diese Kiste immer und immer wieder abzugrasen, das funktioniert leider nicht mehr. Ich habe da aber ganz ordentlich was an Chiffren rausgeholt. Wenn ihr euch nicht stressen wollt wegen dem Erfolg, ist auch gut, ihr könnt es auch nach und nach hier bekommen. Über die Monate werden wir wahrscheinlich von den Chiffren eh einige rumliegen haben. Das waren nur ein paar Tipps, wie ihr die möglichst schnell zusammenfarmen könnt. Das Ding lohnt sich aber allemal zu holen und ja, damit wären wir auch schon am Ende von dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen ist damit ein wenig geholfen. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis dann. Ciao.